dir wieder mal in die Falle gegangen. Ja, sieht so aus. Ich will dir sagen, was dein Fehler ist. Du bist zu hitzig, zu angriffslustig. Du musst in Ruhe die Situation übersehen und dann deine Entscheidung treffen. Womit du sagen willst, es gibt einen Temperamentsunterschied zwischen uns? So ist es. Und auf den machst du mich bei jeder Gelegenheit aufmerksam. Sag nicht, so ist es, ich weiß, dass es so ist. Bin ich am Ende, ja? Schach und Matt. Tja, scheint so. Um die Zeit? Ich geh schon. Bitte, Sie sind ja ganz nass. Ich habe draußen Licht gesehen und dachte, ich versuch's mal, vielleicht ist er noch wach. Bringst du mal ein Handtuch? Das ist mein Sohn. Scott? Sie ist noch nicht nach Hause gekommen. Was mache ich? Ich halte es nicht aus. Ich halte es nicht aus. Bitte, Herr Pfarrer, helfen Sie mir. Bitte schön. Was ist denn los? Eine Ehegeschichte. Seine Frau betrügt ihn. Ich habe mit ihrer Frau geredet und sie hat mir versprochen, dass sie mit diesem Verhältnis Schluss macht. Ich hatte den Eindruck, dass sie es tun würde. Herr Pfarrer, ich bringe den Mann um. Aber ich geh wach. Man bringt nicht gleich jemanden um. Ich gehe hin jetzt. Ich hole sie da raus. Ich kann ja nicht anders. Herr Pfarrer, kommen Sie mit. Reden Sie mit dem Mann. Aber lieber Herr Diebach, wie stellen Sie sich das vor? Ich kann doch nicht nachts um 1-2 Uhr eine Frau aus einem fremden Haus herausholen. Ich werde morgen noch einmal mit Ihrer Frau sprechen. Aber mehr kann ich da nicht tun. Naja, es war ja nur eine Frage. Vielleicht hätte er auf Sie gehört. Gut, dann werde ich morgen auch mit ihm sprechen. Wie heißt er noch? Hafner. In seinem Büro hat meine Frau früher gearbeitet. Ja, gut, dann gehe ich jetzt alleine hin. Herr Diebach, machen Sie nichts Unüberlegtes. Entschuldigung. Du kannst sie noch nicht so gehen lassen. Warten Sie! Wir lassen Sie nicht alleine gehen. Aber nachts um diese Zeit, da einzugreifen, ich kann das nicht machen. Sind Sie mit dem Wagen da? Ja. Wir kommen mit. Sagen Sie, was ist das eigentlich für ein Mann? Einer, der keine Rücksicht nimmt. Mir ist alles egal. Ich habe ihn ja angerufen, angefleht habe ich ihn. Und gesagt, lassen Sie meine Frau in Ruhe. Sie hat eine Familie, Mann, Kind. Aber zunächst einmal ist das doch Sache Ihrer Frau. Warum läuft sie ihm hinterher? Weiß ich nicht. Da ist doch schon alles dunkel. Da schläft doch schon alles. Maria! Herr Diebach, das kann er doch nicht machen. Wir hätten nicht mitkommen sollen. Er wird doch wohl noch seine Frau da rausholen dürfen. Thank you.
Sie? Maria! Schreien Sie nicht so herum. Ich habe Ihnen nicht erlaubt, mein Haus zu betreten. Was sind das für Leute? Wen haben Sie da mitgebracht? Ich bitte um Entschuldigung, aber das Tor war offen. Ich hatte eine Party. Die letzten Leute sind gerade gegangen. Mein Name ist Bohl. Ich bin Pfarrer. Maria! Sagen Sie mir, sollen hier nicht rumschreien. Herr Diebach. Pfarrer? Er hat einen Pfarrer mitgebracht? Herr Diebach ist vor einer halben Stunde zu mir gekommen, bat mich, hat uns gebeten. Das ist mein Sohn. Bat uns um Hilfe. Seine Frau sei hier bei Ihnen. Ist sie das wirklich? Jetzt hören Sie mir mal gut zu. Ich hatte, wie gesagt, heute Abend eine Gesellschaft. Geschäftsfreunde, Leute aus dem Büro. Frau Diebach war auch hier. Frau Diebach ist noch hier. Sie wollte nicht nach Hause. Ich habe ihr gesagt, du musst nicht nach Hause, du kannst hier bleiben. Jetzt sagen Sie mir, was es daran auszusetzen gibt. Eine verheiratete Frau. Wollen Sie mir jetzt ins Gewissen reden? Ich möchte nur zu bedenken geben, dass die Ehe etwas Unantastbares ist. In welcher Welt leben Sie? Bis morgen, Maria. Morgen ist sie wieder da. Machen Sie ihm klar, dass er nicht jede Nacht herumstehen kann vor dem Haus mit seinem Geschrei. Dann muss ich Ihnen jetzt wohl ein Taxi bestellen. Ja, wenn ich darum bitten dürfte. Solange Sie hier warten, was darf ich Ihnen zu trinken anbieten? Danke, nichts. Es sind nur eine Menge Flaschen, die angebrochen sind. Ja, hallo, guten Abend. Bitte ein Wagen Bertoldi, Straße 12, am Eingang Brennlicht. Ja. Danke. Gute Nacht. Komm, Vater, wir warten draußen. Guten Abend. Ja, ja, leg dich gleich hin. Der Scheißkerl hat dich betrunken gemacht. Wenn du schon wach bist, kann Lisbeth reinkommen. Du kannst ja dann noch liegen bleiben, bis es dir besser geht. Lisbeth, kommst du? Mami, ich habe einen Aufsatz geschrieben. Sehr gut ist er wahrscheinlich nicht geworden. Willst du mal lesen? Nein, du, die Mama ist jetzt müde, die kann jetzt nicht lesen. Außer die musste zur Schule, sag nur schnell auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Mami. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, meine Kleine. Jetzt aber Marsch zur Schule. Wiedersehen. Ja, bitte? Kann ich Ihre Frau sprechen? Muss ich nicht gleich die Sprache verschlagen?
Geben Sie mir Ihre Frau, sie wartet auf meinen Anruf. Sie weiß, dass ich sie heute früh abhole. Meine Frau ist nicht da. Seien Sie kein Dummkopf, ich weiß genau, dass sie da ist. Es hat doch jemand angerufen. Es war nicht für dich. Sagst es mir nicht. Ich hab dir Frühstück gemacht. Warum gehst du nicht zur Arbeit? Ich hab angerufen, dass ich später komme. Er war's. Ich hab aufgelegt. Hast du keinen Hunger? Du musst was essen. Er kommt sowieso gleich und holt mich ab. Es ist mir egal, was du denkst. Außerdem habe ich keinen Hunger. Mach auf. Er ist es. Ich mach nicht auf. Sei nicht albern. Machen Sie, dass Sie wegkommen. Meine Frau ist nicht da. Verschwinden Sie. Sagen Sie, dass ich unten auf Sie warte. Geh nicht. Er hat ein Boot auf dem Starnberger See. Ja, bitte. Herr Pfarrer, der hat sie abgeholt. Der ist einfach... Sie ist... Was? Herr Diebach, bitte. Sie sind zum Starnberger See. Er hat da ein Boot. Hören Sie. Ich weiß nicht... Was mache ich? Ja. Das ist eigenartig. Ich muss immer an ihn denken. Er war ganz außer sich. Warum ist was passiert? Seine Frau ist wieder weg. Er hat sie abgeholt. Wer? Dieser Haffner. Der Mann, bei dem wir gestern Nacht waren? Und wohin? Abgeholt? Er hat ein Boot auf dem Starnberger See. Diebach war ganz verzweifelt. Ich frage mich, wie ich ihm helfen kann. Wie du ihm helfen kannst? Du kannst ihm gar nicht helfen. Du hast dir ja selbst nicht helfen können. Damals, als meine Mutter dich verlassen hat und irgendeinem Typen hinterhergelaufen ist. Tut mir leid, Vater. Ja, komm raus. Champagner ist da. Kommt gleich.
neue Freundin. Seht ihr an? Sieht gut aus. Wer ist denn das? Freund. Guter Freund, der entsprechend begrüßt werden muss. Zum Wohl? Zum Wohl. Wie stehst du mit ihr? Kannst du haben, sie ist heiß, macht jeden Spaß. Geht's euch gut? Hast du dir die Zähne geputzt? Ja, hab ich. Darf ich nicht noch aufbleiben, bis Mami kommt? Naja, vielleicht ein bisschen noch. Aber wenn sie nicht gleich kommt, dann musst du ins Bett, weil ich ja nicht weiß, wann die Mama kommt. Und wenn sie nicht kommt, dann dann suche ich sie. Hm? Geh schon mal rauf. Wir sorgen uns noch was zu trinken. Und ein bisschen Kaviar. Passt doch zu dem Tag, den wir hinter uns haben. Und zur Nacht, die wir vor uns haben. Okay, alles in Ordnung. Schaffst du es noch? Mach dir keine Sorgen. Wer ist denn da? Wo bleibst du denn? Es war also nach 23 Uhr, als sie zusammen vom Stabberger See zurückgekommen sind. Und schon etwa eine Viertelstunde später ist es dann passiert. Sie waren oben im ersten Stock im Schlafzimmer, sagen Sie? Ja. Haben Sie die Hausklingel gehört? Ja. Herr Hafner ist dann in die Küche runtergegangen, um was zu holen. Und was? Zu trinken und zu essen. Herr Hafner ist vermutlich an die Tür gegangen, um diesem späten Besucher aufzumachen.
der ihn dann erschlagen hat mit der Champagnerflasche, die er eigentlich raufbringen wollte. Sie haben sich nicht dafür interessiert, wer der späte Besucher war? Nein. Sie haben auch nicht runtergeschaut? Nein. Also, Sie haben nichts gesehen, nichts gehört, bis auf die Klingel natürlich. Können Sie sich nicht vorstellen, wer der Besucher war? Haben Sie nicht vielleicht eine Vermutung? Nein. Derek? Willkommen Sie. Derek, lass die Telefonnummer, die Sie gewünscht haben. Danke. Seid ihr fertig? Wir sind fertig. Dann könnt ihr abfahren. Wiederschauen. Stefan, die muss was wissen, das gibt's gar nicht anders. Schon die Art und Weise, wie sie antwortet. Als ob sie das Ganze überhaupt nicht interessiert. Ja, so sieht's aus. Also pass auf, die Personalie Maria Diebach, 32, verheiratet, ein Kind. Und sie ist die Freundin des Toten, was sie ganz unumwunden zurück, ne? Frau Diebach, Sie haben gesagt, dass Sie ein paar Mal hier übernachtet haben in dem Haus Bernhafner. Ja. Seit wann sind Sie so eng befreundet mit Herrn Hafner? Seit 4 Wochen. Und Ihr Mann hat es gewusst, sagen Sie? Ja. Hat das auch akzeptiert? Nein. Ja, Frau Diebach. Sie werden hier nicht länger bleiben wollen, nehme ich an. Nein. Bist du ja. Guten Abend, Herr Diebert. Guten Abend. Wer sind Sie? Kriminalpolizei. Herr Diebach, kennen Sie Herrn Hafner? Ja, ja. Warum fragen Sie nach ihm? Herr Hafner ist heute Nacht in seinem Haus erschlagen worden. Herr Hafner war der Geliebte Ihrer Frau. Woher wissen Sie es? Ich habe es Ihnen gesagt. Ich war oben in seinem Schlafzimmer. Es ist unten passiert. In der Eingangshalle. Jemand hat an der Tür geläutet und er hat aufgemacht. Er wurde erschlagen. Wo waren Sie heute Abend, Herr Diebach? Ich? Wo ich war? Ja, hier. Ich bin immer hier, wenn meine Frau nicht zu Hause ist. Sitze dann hier und warte, bis sie kommt. Hier in dem Sessel. Gibt es irgendjemand, der das bezeugen könnte, dass Sie den ganzen Abend hier waren? Ja, wer soll denn das bezeugen können? Niemand. Meine Tochter. Sie konnte nicht einschlafen. Ich wollte warten, bis du kommst. Immer wieder kam sie aus dem Zimmer, hat gefragt, ob du schon da bist. Ich habe gesagt, nein, die Mama ist noch nicht da. Ich habe sie auf den Schoß genommen und habe ihr Geschichten erzählt. Ach, ich soll sie wecken, wenn du kommst, soll ich sie wecken? Wie alt ist Ihre Tochter? 11. Vati hat mir Geschichten vorgelesen, bis ich eingeschlafen bin. Hat er. Schön, dass er dir Geschichten vorgelesen hat. Herr Diebach, ziehen Sie sich bitte etwas über. Wir müssen Sie mitnehmen. Es kann ein paar Stunden dauern. Ja, ja, natürlich.
Genau so. Mhm. So müsst ihr das machen. Willst du einen Kaffee für uns? Wie? Ein Schluck Kaffee, bitte. Ja, müsste noch reichen. Na, wie läuft's denn? Ach, der redet und redet. Aber nicht das, was wir hören wollen. Und was wollt ihr hören? Dass es war. Und war es denn? Na, frag du ihn doch. Kommen Sie, Herr Diebach, warten Sie hier draußen. Danke. Möchten Sie auch eine Tasse? Ja, bitte. Erzählt, erzählt, erzählt. Dass er geweint hat, dass er mit den Zähnen geklappert hat, dass er gestern Nacht vor dem Haus von Hafner gestanden hat, dem Liebhaber seiner Frau, dass er den Namen seiner Frau gerufen hat, dass er gelitten hat wie ein Hund. Aber er bestreitet ganz entschieden, heute Nacht seine Wohnung verlassen zu haben. Tja, was glaubst du? Jemand in einer so extremen Gefühlslage, das kann man gar nicht beurteilen. Das weißt du so gut wie ich. Fahr nach Hause. Herr Diebach, sind Sie nicht froh, dass Hafner tot ist? Von dir? Naja. Sie denken, ich hab's getan. Ist ja auch irgendwie logisch. Ich habe ihm gesagt, dass ich gestern noch vor seinem Haus war. Dass ich ihm fast die Tür eingetreten habe. Deshalb sage ich ja, für die Polizei ist es nur logisch, dass sie denken, ich sei es gewesen. Du hast kein Geständnis abgelegt? Nein. Geh schon mal schlafen. Ich bleib noch ein bisschen da. Vergiss nicht, das zu essen. Versprichst du mir das? Ja, Mami. Gut. Dann lauf jetzt. Tschüss. Tschüss. Gehst du zur Arbeit? Ja. Ich habe gestern schon krank gemacht. Geh heute auch nicht. Müsste ich ja noch mal anrufen. Ja, dann ruf noch mal an. Naja.
Ja, natürlich. Warten Sie einen Augenblick, bitte. Bleiben Sie noch einen Moment. Geh jetzt nicht weg. Was ist denn? Ich telefoniere gerade mit der Polizei. Haffner ist ermordet worden. Ja, gestern Nacht. Er wurde in seinem Haus erschlagen. Und? Der Täter. Er ist der Täter. Ja, wir wissen es nicht. Haben Sie irgendeine Vermutung? Wir würden sehr gerne mit Ihnen sprechen über den Zusammenhang der Vorfälle, die Sie in der Nacht davor abgespielt haben. Sie waren doch mit Diebach zusammen im Haus Haffner. Richtig, mit Herrn Diebach. Ist der Diebach der Täter? Nun, er steht unter Verdacht. Wir haben ihn vernommen und wir werden es weiter tun. Könnten Sie bitte mal zu uns kommen? Gut, ich komme sofort. Du könntest doch überhaupt Urlaub machen. Du hast doch noch Anspruch auf Urlaub. Du könntest dich doch beurlauben lassen für 2-3 Monate. Das wäre möglich, oder? Ich habe noch die Baustelle. Ach, bist du da so unabkömmlich? Und wenn du nun krank wärst? Es könnte doch sein, dass du krank wirst. Dann müsste es doch auch gehen. Hm? Na ja, das wäre dann höhere Gewalt. Weißt du, was ich möchte? Ich möchte irgendwo rausfahren mit dir. Diebach. Sie haben Diebach in Verdacht. Und er hat ausgesagt, dass wir eine Nacht zuvor diese Begegnung mit Haffner hatten. Sie haben mich gebeten, ins Präsidium zu kommen. Jetzt. Kannst du mich begleiten? Warum? Weil du auch dabei warst. Wissen Sie das? Erwähnt wurdest du nicht. Na also, warum soll ich mitkommen? Ich muss in die Uni. Es geht darum, Diebach beizustehen. Der Mann ist sicher hilflos. Hat er gestanden? Davon war nicht die Rede. Na ja, scheint hier ganz gut ohne uns zurechtzukommen. Aber du kannst mich mitnehmen. Setz mich an der U-Bahn ab. Was willst du trinken? Ich möchte ein Glas Sekt trinken. Sekt? Soll es doch hier wohl geben, oder? Hallo? Ja, haben Sie Sekt? Ja, klar, mal Sekt. Piccolos, 2? Ja, 2, danke. Okay. Weißt du noch, dass ich früher die Kohlensäure nicht mochte? Ich habe sie immer rausgequirlt. Ja, ja, ich weiß. Es hat dir nicht gefallen, das weiß ich auch noch. Ich wusste nicht, dass ich dir so viel bedeute. Sonst hättest du es nicht getan. Ich war übrigens vor 8 Wochen beim Arzt. Er gibt mir noch 3 Monate. Meine Lunge. Seitdem bin ich ganz durcheinander. Mami! Mami, Papi! Das war schön!
Sie kennen ja doch die Verhältnisse. Ja, ich wusste es. Hatte gehört von ihm selbst und dann auch von anderen, dass seine Frau ihn betrügt. Was ich zuerst nicht glauben wollte, denn ich hatte immer einen sehr guten Eindruck von Frau Diebach, von ihr, von ihrer Ehe. Sie sind dann mitgegangen, als der Herr Diebach in das Haus von Herrn Haffner eindringen wollte. Ja. Warum eigentlich? Herr Diebach hat mich um Hilfe gebeten. Sagen Sie, als Haffner öffnete, wie benahm sich der Diebach? War er aggressiv? Nein. Wenn ich es einmal so ausdrücken darf. Er war von einer großen Hilflosigkeit. Gab es denn irgend so eine Art von Bedrohung oder was? Den Eindruck hatte ich nicht. Auch mein Sohn hatte ihn nicht. Mein Sohn hatte mich begleitet. Er war Zeuge dieses Vorfalls. Ihr Sohn? Er wohnt bei mir im Pfarrhaus. Studiert Jura. Ich habe noch eine Frage. Sie sind doch der Seelsorger von Herrn Diebach. Also, die meisten Täter, besonders bei Affekthandlungen, die leugnen die Tat. Das hat einen ganz einfachen psychologischen Grund. Sie leugnen, weil sie die Tat ungeschehen machen wollen. Und sie leugnen, weil sie sich im Grunde genommen von dieser Tat distanzieren. Aber das hält nicht lange vor. Und dann will der Täter, besonders in einem solchen Fall, nun, er verspürt das Bedürfnis, ein Geständnis abzulegen. Er wird reden. Werden Sie mit ihm sprechen? Ja, natürlich. Hast du den Schlüssel vergessen? Herr Diebach. Grüß Gott. Grüß Gott. Kann ich Ihren Vater sprechen? Mein Vater ist nicht da. Dann komme ich später wieder. Nein, bleiben Sie. Er muss jeden Augenblick zurück sein. Kommen Sie doch rein, bitte. Ich wollte mir gerade ein Bier holen. Trinken Sie eins mit? Sie ist nämlich krank. Wer ist krank? Meine Frau ist krank, ich hab's gerade erfahren. Die Ärzte sagen. Die Ärzte sagen? Dass sie noch 3 Monate zu leben hat. Ich wollte es ihrem Vater sagen. 3 Monate? Wieso 3 Monate? Ja, immer Schmerzen gehabt, nicht ernst genommen. Das ist ja ein Ding. 3 Monate? Dann war das mit Haffner sowas wie Lebenshunger. 3 Monate. Mann, das ist ja Wahnsinn. Ihre Frau ist wieder bei Ihnen? Ja. Ahnt sie, dass Sie Haffner umgebracht haben? Weiß sie das? Und was sagt die Polizei? Die Nachbarn werden noch vernommen. Welche Nachbarn? Ob jemand was gesehen hat. Vielleicht hat man mich gesehen. Gestern Abend. Ja, gestern Abend. Hören Sie, wenn Sie da jemand gesehen hat, Sie werden sofort in Untersuchungshaft genommen. Ist Ihnen das klar? Ob Ihre Frau krank ist oder nicht. Sie dürfen auf keinen Fall ein Geständnis ablegen. Auf gar keinen Fall. Haben Sie mich verstanden? Entschuldige, aber du hörst mich ja gar nicht. Nein, ich habe dich nicht gehört. So laute Musik? Sie entspricht meiner Stimmung. Und wie ist die? Bewegt bis chaotisch. Ich soll dir ausrichten, die Kriminalpolizei möchte auch mit dir sprechen. Heute noch. Mit mir?
Warum nicht? Ja, bitte? Ach, grüß Gott, Herr Bohl. Es wird gar nicht lange dauern. Ich habe Sie nur herbestellt, damit Sie mir die Aussage Ihres Vaters bestätigen, möglicherweise ergänzen. Setzen Sie sich. Danke. Ihr Vater sagte mir, dass Sie es waren, der darauf bestanden hat, dem, sagen wir mal, dem Hilferuf Diebachs zu folgen und Hafner noch in derselben Nacht aufzusuchen. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Warum bestanden Sie darauf? Ja, warum? Wissen Sie, es war Nacht, jemand klingelte an der Haustür und steht da, ein verzweifelter Mensch, der Hilfe braucht. So sah ich das. Aber es gab noch einen Grund, warum ich zu meinem Vater sagte, los, wir gehen mit. Wir holen seine Frau da raus. Was war das für ein Grund? Der Grund ist ganz simpel. Ich mag keine Männer, die in fremde Ehen einbrechen. Sage ich etwas, was Sie nicht verstehen? Keine Sorge. Das verstehen wir gerade noch. Als ich den Typ sah, da wusste ich sofort, das ist so einer. Absolut gefühlskalt. Mir war klar, von einer Sekunde auf die andere. Das ist einer von der Sorte, der taugt nichts. Nicht das Geringste. Nicht das Geringste, ja. Sagen Sie mal, ist doch ganz klar, Sie mochten den Hafner nicht. Ich muss Ihnen das vielleicht erklären. Das ist eine private Sache, eine Geschichte, die meine Mutter betrifft. Meine Mutter hat meinen Vater verlassen. Sie lief einem Mann hinterher, der mit Hafner etwas gemeinsam hatte. Er war gefühlskalt. Sie war für ihn nichts als ein rein sexuelles Vergnügen. Der Mensch, also meine Mutter, spielte für ihn keine Rolle. Wie alt waren Sie damals? 12. Was wurde aus Ihrer Mutter? Als sie erkannte, was es für ein Mann war, hat sie sich umgebracht. Wissen Sie? Ich war noch ein Kind, aber ich erinnere mich, dass ich schon damals meinen Vater fragte. Ich glaube, ich habe ihn angeschrien. Warum hast du den Mann nicht umgebracht? Und nun sah ich Hafner vor mir. So als wiederhole sich alles. Mit einem anderen Mann, einer anderen Frau, aber der Typ war derselbe. Gefühlskalt. Tja, da muss ich Sie jetzt fragen, wo waren Sie gestern? Welche Uhrzeit meinen Sie? 11.30 Uhr. Ja, wo war ich? Ich weiß nicht. Ja, warten Sie, ich war zu Hause. Ja, das ist ja schön. Ihr Vater kann ja sicher bezeugen, dass Sie zu Hause waren. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wir kümmern uns nicht ständig umeinander. Herr Bohl, dann frage ich Sie jetzt mal ganz direkt. Haben Sie Hafner umgebracht? Sagen wir mal so. Ich könnte es getan haben. Hören Sie, mir wäre es sehr, sehr, sehr lieb. Sie würden mir klipp und klar sagen, ja oder nein. Ich habe Ihnen von einer Erinnerung erzählt. Und ich habe mich gewundert, wie stark sie plötzlich wieder ist. Vielen Dank, Herr Bohl. Das wär's dann vorerst. Auf Wiedersehen. Wenn ich ihn da richtig verstehe, will er sich selber in Verdacht bringen. Kann man das so sagen? Ja, das kann man so sagen. Erzählt uns von seinen Kindheitserinnerungen. Ein Mann hat seine Mutter verführt, er selber war damals 12 Jahre alt. Na gut, aber ich meine, das muss er uns ja nicht erzählen. Nee, muss er nicht, hat er aber. Und was bedeutet das? Dass da plötzlich noch jemand auf dem Schauplatz ist. Siehste. Und das haben wir nicht erwartet.
Hallo. Na, wie war's bei der Polizei? Wie soll's gewesen sein? Sie wollten wissen, was ich für einen Eindruck hatte. Von Diebach. Von Hafner. Und irgendwie werden Sie sich wohl auch einen Eindruck von mir gemacht haben. Wieso von dir? Ich habe kein Blatt vor den Mund genommen. Ich habe gesagt, was ich von Hafner gehalten habe. Dass ich den Mann nicht mochte. Auf den Tod nicht mochte. Und war das nicht sehr ungeschickt? Wenn die Polizei dich fragt, wo ich gestern Abend war, was würdest du sagen? Könntest du bestätigen, dass ich den ganzen Abend in meinem Zimmer war? Was fragst du denn? Hast du mich gesehen? Nein. Nein, ich habe dich nicht gesehen. Warst du denn nicht auf deinem Zimmer? Übrigens, hat sich Diebach bei dir gemeldet? Ja, ich habe mit ihm gesprochen. Die Krankheit seiner Frau. Er hat es mir gesagt. Und? Jetzt bist du ratlos. Naja. Das warst du ja schon immer. Ich mach's. Ich nehme Urlaub. Ich ruf gar nicht an, weil ich gehe einfach nicht hin. Der Grund spielt keine Rolle. Nicht für andere Leute. Du musst was essen. Danke. Und dann müssen wir besprechen, was wir machen. Wir haben so viel Zeit verloren, weil wir uns die Zeit nicht genommen haben. Aber das ist jetzt anders. Das ist vorbei. Inspektor. Guten Tag, Herr Wohl. Wie soll ich das jetzt verstehen? Servus. Sind Sie meinetwegen da? Ja, ja, Ihr Vater sagte mir, wo ich Sie finde. Sie studieren Jura. Ja. Ja, ist ein ziemlich trockener Stoff. Ich weiß auch nicht, warum ich Jura studiere. Trockener Stoff? Naja, ich kann's. Ich kann das keinen trockenen Stoff nennen. Naja, ich will mich nicht streiten. Und? Was hat mein Vater gesagt? Sie haben ihn doch sicher gefragt, ob ich vorgestern Nacht zu Hause war oder nicht. Ja. Sie glauben jetzt, dass ich neugierig bin. Weil Sie gerne wissen wollen, was er gesagt haben könnte. Ich glaube, das weiß ich. Er hat sicher gesagt, ich habe keine Ahnung, wo mein Sohn vorgestern Nacht war. Mein Vater sagt immer die Wahrheit. Er hat keine Beziehung zur Lüge. Haben Sie eine Beziehung zur Lüge? Aber ja. Boot haben. Hast du Lust, ein bisschen Boot fahren? Früher hast du das immer gemacht. Oder magst du nicht? Ich hab ganz vergessen zu fragen, ob du Schmerzen hast. Wollt ihr das Boot nun haben oder nicht? Kleinen Moment noch, bitte. Ich gebe zu. Ich war nicht zu Hause. Ja, das macht dir nichts. Sie werden mir schon sagen, wo Sie waren. Aber bitte sagen Sie mir nicht, Sie seien ziellos durch die Straßen gelaufen. Aber genau das habe ich gemacht. Ich gehe gerne nachts durch die Straßen. Besonders dann, wenn ich ein Problem habe.
Was hatten Sie denn für ein Problem? Haffner war mein Problem. Und das, was ich als Kind erlebt habe. Ich habe Ihnen ja gesagt, der Mann hat alles zum Vorschein gebracht, was ich glaubte, längst vergessen zu haben. Nur, jetzt bin ich kein Kind mehr. Sie haben gestern Nacht Haffner aufgesucht. Ich gebe auch das zu. Ja. Ich habe mit dem Gedanken gespielt. Gespielt? Ist das verboten? Sie sagen, Sie haben mit dem Gedanken gespielt, Haffner aufzusuchen. Na, erzählen Sie mir. Was haben Sie weiter gedacht? Ich habe gedacht, ich komme vor seinem Haus an. Diesmal ist nicht alles dunkel. Ich sah oben das Schlafzimmer, erleuchtet. Genau das war der Augenblick, in dem ich mir vorstellte, klingle, schlag mit den Fäusten gegen die Tür. Wenn er nicht aufmacht, schrei seinen Namen durch die Nacht. Schrei seinen Namen durch die Nacht, bis er die Tür aufmacht. Hat er sie aufgemacht? Ja, er hat sie aufgemacht. Er sagte, was wollen Sie? Herr Haffner? Was wollen Sie hier? Verschwinden Sie! Ich bin einfach hineingegangen, habe ihn zurückgedrängt, beiseite geschoben. Sind Sie da? Ich weiß, was ich von Ihnen sehe. Ich weiß, dass Sie da sind. Schicken Sie sie runter. Ich sagte, schicken Sie die Frau herunter. Holen Sie sie. Er fasste mich an. Da explodierte etwas in mir. Ich umfasste seinen Hals. Ich war ganz außer mir. Ich schrie immer wieder. Geben Sie sie raus. Sie soll herunterkommen. Meine Mutter soll herunterkommen. Ich muss Sie bitten, mit mir noch einmal ins Präsidium zu kommen. Wenn Sie es genau durchlesen, dann unterschreiben bitte. Es liegen zwei eindeutige Zeugenaussagen vor. Diebach ist vorgestern Nacht gegen 23 Uhr vor dem Haus Haffner gesehen worden. Zwei Zeugen. Diebach in der Mordnacht vor dem Hause Haffner. Sie können nach Hause gehen. Harry beantrage den Haftbefehl gegen Diebach. Bitte tun Sie das nicht. Moment. Fragen Sie mich, warum ich versucht habe, Diebach zu helfen. Warum? Kannst du mir nicht helfen? Nein, jetzt geht's gerade nicht. Was ist es denn? Rechnen. Also, wenn du dich weiter weißt, dann helfe ich dir schon. Aber nicht jetzt. Also, sollte ich die Suppe nicht richtig gewürzt haben, hier ist Salz und Pfeffer. Brauchst du noch ein Kissen? Frierst du, ich bringe dir eine Decke. Das geht mir ganz gut.
Ich will nicht, dass du dir Sorgen machst. Ja, aber ich mache mir doch keine Sorgen. Entschuldigung. Hoffentlich schmeckt dir die Suppe. Was machen wir morgen? Hast du Lust, ins Konzert zu gehen? Ich muss Lisbeth noch bei den Hausaufgaben helfen. Sie hat da eine Rechenaufgabe. Weiß ich selber nicht, ob ich das schaffe. Es stimmt. 2 bis 3 Monate hat sie noch zu leben. Und das werden keine schönen Monate sein. Haftbefehl gegen Diebach? Telefon, der Kriminaldirektor. Ja, Derek? Störe ich ein Verhör? Nein, nein. Ich habe nur eine Frage, der Fall Haffner. Wie weit sind Sie damit? Nun, die Ermittlungen, die sind noch nicht abgeschlossen. Es kann noch 2, 3 Monate dauern. 2, 3 Monate? Haben Sie Bedenken, was diesen Fall betrifft? Bedenken? Überhaupt keine.